So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fußball vor Ort und einem weiteren Live-Interview. Heute habe ich den Christian Käser bei mir vom SV Walpertskirchen. Servus Christian. Magst du dich vielleicht kurz erstmal vorstellen, den Zuschauern? Ja, mein Name ist Christian Käser. Ich bin 25 Jahre alt und spiele seit Sommer 2021 beim SV Walpertskirchen in der Kreisliga Donau-Isar. Okay. Du hast ja in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren auch oft die Vereine gewechselt, auch wahrscheinlich Corona-bedingt hattest du nicht so viele Spiele. Magst du uns da vielleicht kurz deine fußballerische Laufbahn erzählen? Wo warst du denn überall? Jetzt im Herrenbereich oder generell? Im Herrenbereich, genau, die letzten Im zwei Herrenbereich. Jahre. Also gut, angefangen habe ich bei DJ Kortenhofen als 18-Jähriger. Dann habe ich den ersten Schritt in die Kreisliga nach München gewagt zum SV Hohenlinden. Dort bin ich dann aber nach 1,5 Jahren wieder zurückgegangen zu DJ Kortenhofen. Die sind in der oder in dem Jahr dann leider auch in die A-Klasse abgestiegen. Dann haben wir da ein halbes Jahr gekickt und dann hat so ein bisschen die Lust am Fußball, ja, die habe ich einfach verloren gehabt. Ob das jetzt Corona-bedingt war, weiß ich nicht. Und dann ja, bin ich über Freunde zum TSV Poing gegangen, um da einfach mit meinen Kumpels nochmal zu zocken. Da aber gut, viel gespielt haben wir eh nicht aufgrund von der Corona-Situation. Ja, und dann hat es mich leider selber auch persönlich mit Corona erwischt. Und dann, ja, wenn man dann mal so 3 Wochen alleine zu Hause rumsitzt und nichts machen kann, dann denkt man nochmal so ein bisschen nach über alles. Und ja, in der Situation hat dann glücklicherweise der Heilmeier Sepp angerufen und wollte mit mir quatschen und ich meine, wir kennen uns schon 10 Jahre oder 12 Jahre. Und ja, dann sind wir so ins Quatschen gekommen und ja, dann hat er mir das alles erzählt, was da bei Walpertskirchen gerade abgeht und mit dem Aufstieg und alles. Ja, und dann überlegt man sich halt so, ja, will man es nochmal versuchen? Und ich habe dann mich dafür entschieden, den Schritt zu gehen. Und ja, und am Ende war es der Richtige. Ja, krass, das ist ja brutal. So lange Pause gehabt, hast du dich dann irgendwie fit gehalten oder war das absehbar, dass du jetzt auf einmal in der Kreisliga ja, so einbombst? Ja gut, also nachdem ich den Schmarrn hatte, muss man leider sagen, hatte ich anfangs noch echt Probleme so mit der Atmung. Da habe ich leider ein bisschen mehr abbekommen. Gut, habe mich dann ein bisschen mit Laufen und versucht wieder bekommen. Oh Gott, hörst du mich noch? Ich kann dich leider gerade nicht mehr verstehen. Ja, geht jetzt wieder? Ja, jetzt bist du wieder Ah, da. okay. Ja, also mit Laufen und Fitness habe ich mich fit gehalten. Da muss man auch glücklicherweise sagen, ich glaube ein oder zweimal auch so ein kleines individuelles Training vom Sepp bekommen, um einfach mal wieder in dieses Fußball reinzukommen, weil ich glaube, nach einem Jahr Fußball und so ging es, glaube ich, sehr vielen. Das merkt man dann schon, dass das Ballgefühl so ein bisschen weg ist. Und ja, und dann hat es langsam angefangen mit Vorbereitungen und ich glaube, die war 8, 9, 10 Wochen lang. Also da hat man genug Zeit gehabt. Ja, und dann wird man da auch von den Trainern über den Platz gejagt mit ätzenden Laufeinheiten. Und ja, irgendwann war dann der Punkt gekommen und dann habe ich es mit der Atmung auch nicht mehr so stark gespürt und dann ging es schon. Und ja, dass ich jetzt da so einbombt, das habe ich tatsächlich nicht so erwartet. Ich glaube auch, dass meine Du warst noch nie Mannschaft. in der, Wie bitte? du warst noch nie, du warst noch nie in der Kreisliga zuvor, oder? Doch Also, in München bei doch. 100. Okay, aber längere Zeit nicht mehr, glaube ich. Aber Nee. von daher. Genau. Ja, und ich glaube auch, dass meine Kollegen es nicht so erwartet haben, dass ich da so einbombe, weil wenn ich so auf die ersten Trainingseinheiten zurückschaue, also da habe ich im Training wirklich alles getroffen, aber nichts Tor. Und ja,
Und dass es jetzt so gut läuft, das ist natürlich, für einen persönlich ist es natürlich top, aber im Endeffekt, da steht natürlich die ganze Mannschaft und auch der ganze Verein dahinter, dass es so gut läuft. Wenn das Umfeld passt, dann kann man da einfach frei aufspielen und dann ist es auch einfach schön, wenn man da auch zurückgeben kann. Ja, cool. Ich habe gelesen, du wirst auch El Nino genannt. Kommt es von dir selber oder nennen dich deine Kollegen so? Hast du dich da vielleicht auch an Fernando Torres orientiert? Ist das auch dein Spielstil oder woher kommt der Name? Ja, tatsächlich, ich bin ein sehr großer Fernando Torres-Fan. Kommt auch ein bisschen davon, dass ich Chelsea-Fan bin, vielleicht. Und ja, und ich fand, der war einfach, auch wenn ich vielleicht bei Chelsea nicht, aber gerade bei Liverpool war er, finde ich, einer der besten Stürmer. Und ja, ich hatte eigentlich immer die Nummer 9, er ist die Nummer 9 und ich konnte mich mit ihm gut identifizieren. Und er ist so ein, ja, einfach strikter Spieler gewesen aufs Tor und wenig Tricks und so bin ich auch. Ich habe dieses ganze Tricks und so, das ist alles nicht mein Spielstil und deswegen, keine Ahnung, hat sich das irgendwann so entwickelt und ja, genau. Okay. Ja, du hast 13 Spiele absolviert, dabei 19 Tore geschossen und 6 Vorlagen gemacht. Deshalb bist du auch Kandidat für die Erdinger Torjäger. Erdinger, please. Weißbier. Ist Wochenende. Genau, wir haben es gerade gehört. Wie schätzt du deine persönliche Hinrunde ein? Wie denkst du, hast du abgeschnitten? Wie denkst du, kann es noch weitergehen, auch für den Verein? Ja, also gut, persönlich für mich war es, glaube ich, eine der besten Vorrunden, die ich je gespielt habe. Das habe ich jetzt auch schon von vielen gehört, dass es so war. Die haben auch nicht geglaubt, dass es wieder so läuft. Für die Mannschaft an sich, finde ich, haben wir großartig, also wirklich großartig gespielt. Also ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass wir als Aufsteiger da in der Liga so vorne mitmischen. Wenn man daran denkt, dass man eigentlich das erste Spiel, das man hatte in Kransberg, nee, Kirchdorf war es, Kirchdorf, unglücklich verloren hat. Aber wenn ich dann halt sehe, was danach bei uns am Verein, am Sportheim und so abging, da war keiner irgendwie, ja, man war enttäuscht, aber es war so, dass man dann trotzdem sich da zusammengesetzt hat, man hat drüber gesprochen, hat dann trotzdem Gaudi gehabt und hat aufs nächste Spiel geschaut und dann hat man, glaube ich, mit den 6 Siegen in Folge, glaube ich, eine sehr gute Serie hingelegt. Wir hatten auch ein bisschen Probleme mit Verletzungen natürlich, aber die hat, glaube ich, jeder Verein irgendwo mal mitgenommen. Ja, dann lief es für uns ein paar Spiele nicht so gut. Da waren auch sehr ärgerliche Niederlagen dabei. Leider können wir auch nur verlieren oder gewinnen. Unentschieden geht bei uns irgendwie nicht. Ja, wie Ja, ist jetzt Niederlagen genau? und dann haben wir uns Gott sei Dank wieder gefangen und haben jetzt in den letzten Spielen vor der Winterpause nochmal wichtige Siege eingefahren und deswegen stehen wir auch jetzt da oben mit dabei und können oben anklopfen und wir für uns haben auch ganz klar gesagt, dass wir auf jeden Fall den zweiten Platz anvisieren, ob es für den ersten noch reicht, das ja, ist schwierig. 9 Punkte sind schon sehr viel. Aber den zweiten Platz, den wollen wir auf jeden Fall anvisieren. Und unser Ziel ist natürlich, unsere Saison, die wir jetzt gespielt haben, so fortzusetzen und dann am besten vielleicht ja, aufzusteigen, wenn es geht. Ja, so cool. Schauen wir nochmal kurz auf die Tordifferenz. Wenn man nur auf eure zahlreichen Tore schaut, dann würde man denken, dass ihr auf Platz 1 steht, weil ihr wirklich ganz weit vorne seid in Sachen Tordifferenz. Was glaubst du denn, oder hast du irgendeinen Lösungsansatz, warum ihr teilweise Spiele mit 6-0 gewinnt, aber dann auch wieder einige dann mit 0-1 verliert? Was fehlt da noch bei euch? Was hapert's? Ja, gut. Also wenn die Spiele, die wir so hoch gewinnen, ja, wenn es dann einfach mal läuft, dann läuft es halt. Und ja, das ist einfach, keine Ahnung, wie so ein roter Faden zieht sich denn das durchs Spiel durch. Und ja, die Spiele, die man dann 1-0 verliert, vielleicht, ja, vielleicht hat man an dem Tag einfach nicht das Glück auf seiner Seite gehabt.
Also wenn ich mir das Spiel gegen, wer war es denn? Nicht Adershausen, Attaching anschaue, wo wir 1-0 verloren haben, die eine sehr gute Mannschaft sind. Also das ist keine Frage. Die spielen sehr geilen Fußball. Und ich finde auch, dass sie an sich verdient gewonnen haben. Wir waren an dem Tag einfach ja nicht in der Form, die wir davor hatten. Und dann merkst du das halt einfach relativ schnell, dass ein individueller Fehler hat bei uns halt gereicht. Damit haben wir das Tor kassiert. Und danach haben wir umgestellt. Und danach ja, haben wir auch mitgespielt, hatten auch unsere Torchancen, haben natürlich an dem Tag leider kein Tor gemacht. Es kommt leider im Fußball so vor, dass man dann einfach mal nicht das Glück auf seiner Seite hat. Und dann haben wir leider verloren. Und so war das dann auch in anderen Partien, zum Beispiel gegen Eiting, wo wir, glaube ich, in der letzten Minute durch eine Ecke so ein Tor bekommen, wo eigentlich den Ball nur hinten rausschlagen musste. Aber mei, dann ist es halt einfach so, dass man halt einfach mal einen schlechten Tag hat oder weiß was ich. Und dann hat man nicht das Glück und dann passiert es halt einfach. Aber ich finde, dass man bei uns echt sieht, dass wir trotz dieser Misere, die wir dann hatten, trotzdem gut weitergemacht haben. Also wir waren trotzdem immer bis zu 20 Leute im Training. Das Training war auf höchstem Niveau und ja, es war immer eine geile Stimmung und man hat es dann auch gemerkt und man gewinnt Spiele zusammen, man verliert Spiele zusammen und ich glaube, das ist einfach so unser, ja, wie sagt man, unser Mittel, dass wir einfach immer Gas geben wollen und deswegen glaube ich, dass wir in der Rückrunde da auch echt gut was reißen können, weil jeder ist heiß, jeder hat Bock und das ist eine geile Mannschaft. Ja, das hört sich doch gut an. Du hast sicherlich schon mitbekommen, dass du einen dichten Verfolger hast in der Torschützenliste, den Erkal von Moosburg. Wie zuversichtlich bist du da, dass du den noch abhängen kannst? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ihn am Anfang gar nicht auf dem Schirm. Am Anfang war Moosburg ja, oder sie stehen ja immer noch unten in der Tabelle, haben aber ja den zweitbesten Torschützen aus der Liga. Und anfangs, also hab ich den gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber auf einmal guckst du auf die Torschützenliste, und auf einmal kommt er immer weiter hoch und schießt 2 Tore, 3 Tore oder auch gegen Wörth dann seine 6 Tore in einem Spiel. Und ja, sowas ist dann halt natürlich krass und ja, mich freut es für ihn. Aber natürlich, wenn man jetzt vorne steht, dann will man das natürlich auch für sich haben. Und deswegen bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass, oder ich hoffe, dass ich ihn abhängen kann und Ja, cool. Es geht ja immerhin auch um 15 Kästen Erdinger Weißbier. Hast du da schon eine Idee, was du mit denen anstellen würdest? Würdest du deine Kollegen zusammentrommeln für ein paar fetzige Abende oder dann doch lieber alleine die Errungenschaft genießen? also wenn es so weit kommen würde, also ich glaube, ja gut, 3 Kästen würde ich mir auf jeden Fall auf die Seite stellen für meine Familie, gerade für meinen Dad, der trinkt es relativ gerne. Und die restlichen würde ich einfach bei uns am Sportplatz für alle Fans, für alle Mannschaftskollegen oder auch alle, die kommen wollen, würde ich das einfach da freistellen und dann wird einfach gefeiert. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn man noch weitere Ziele feiern könnte. Und ja, das wäre so der Punkt. Alles klar, Chris. Danke für deine Zeit. Das war cool und informativ. Und dann wünsche ich dir und deinem Verein natürlich viel Glück, dass ihr den Aufstieg noch packt. Danke. Danke, Chris. Ciao. Ciao.